Freitag, 16. Oktober, Swiss Students Sports Award 2020. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, herzlich willkommen. Begrüßt werden wir musikalisch von einem Mann, den Sie bestimmt schon in diversen Fernsehsendungen gesehen haben. Er gilt heute als der beste Boogie-Woogie-Künstler der Deutschschweiz. Und er hat hier in Luzern studiert. Elias Bernet. Vielen Dank, Elias Bernet. Und der erste Mann, der hier auf die Bühne kommt, ist Renato Macchi, hier auf die Bühne dieser wunderschönen Halle von Messe Luzern. Da fühlen wir uns sehr wohl. Und der Renato, der erzählt uns auch von einer Situation, die ihm sehr gefallen hat, nämlich in Tenero. Da warst du ja OK-Chef und die Schweizer Meisterschaften haben sich verändert. Das heißt, ihr habt jetzt nicht mehr an verschiedenen Stationen, sondern alles zusammengenommen auf 2 Tage Tenero. Wie war der Vergleich für dich? Ja, ich glaube, wir haben hier einen Schritt gemacht, der im internationalen Studentensport, Studierendensport bereits besteht. Wir haben das ein bisschen kopiert. Wir haben verschiedene sogenannte Schweizer Hochschulmeisterschaften nach Tenero gebracht und dort über 500 Studierende und über 40 Helfer ein Event organisiert, der sicher schöne Emotionen auslöste, aber auch Studentensport auf hohem Niveau bot. Also wir hatten Nationalmannschaftsspielerinnen und Spieler vor Ort, Leute, die wirklich on top of their game sind in ihren Sportarten. Und wir konnten natürlich das Centro Sportivo in Tenero sehr gut nutzen und profitierten auch von sehr schönem Wetter, das da zur guten Stimmung beigetragen hat. Habt ihr denn für alles eine Infrastruktur gehabt oder musstet ihr da noch ausweichen? Nein, das Ziel war, dass wir innerhalb vom Centro bleiben und eigentlich so wirklich alle vor Ort haben und auch die Möglichkeit bieten, den Studierenden andere Sportarten zu schauen, auch ihre Universität ein bisschen zu unterstützen und so auch diesen Zusammenhalt ein bisschen zu fördern zwischen den Teams. War so ein bisschen olympisches Dorf eigentlich und da gehörte ja dann auch ein großer Helferapparat dazu, denke ich. Also wenn du sagst 500 Teilnehmende, da hast du ja einen riesen Apparat gebraucht. Ja, ich glaube, dieser Event zeigt, dass die Zusammenarbeit im Hochschulsport in der Schweiz durchaus besteht. Aus verschiedenen Hochschulsportorganisationen sind Sportlehrerinnen und Sportlehrer an diesem Event beteiligt. Nicht nur im OK selbst, sondern auch als Betreuerinnen und Betreuer dieser Teams, die da kommen. Das sind zwischen 15 und 80 Personen, die da begleitet werden.
Und da sind wir sehr erfreut, dass diese Zusammenarbeit so gut geklappt hat und auch natürlich im nächsten Jahr wieder so angestrebt wird. Also du sprichst die Zukunft an. 2020 war ja gar nichts mit Corona. 21 heißt das, dieses neue Modul wird so von dir beibehalten? Ja, also ich glaube, Swiss University Sport steht hinter dieser Idee, dass wir diesen Event wieder organisieren. Das Datum steht, die Organisation grundsätzlich auch, weil wir natürlich 2020 bereit waren, aber jetzt diese nach 2021 transferieren werden. Und es soll auch ein fixer Event im Kalender des Schweizer Universitätssports werden, dass wir uns in Tenero einmal oder vielleicht alle zwei Jahre zu diesen Swiss University Games treffen. Vielen Dank, Renato Macchi. Sì. Ja, wir sind bei den European University Championships 2019 und da gibt es sehr viele Erfolge zu feiern. Die Präsentation dieser Erfolge übernimmt Dani Studer. Er ist der Verantwortliche von EUG und EUC. Die Bühne, Dani, für dich. Danke und grüezi miteinander. Eben haben wir sehr schöne Bilder gesehen von erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Schweizer Universitäten an den Europameisterschaften der Studierenden. Renate Macchi hat von den Swiss University Championships erzählt. Die Sieger und Siegerinnen, Teams, die gewonnen haben an den Swiss University Championships, die sind qualifiziert für das darauffolgende Jahr für die Europameisterschaften. So haben 2019 an 16 Orten in 16 Städten in Europa diese Europameisterschaften zwischen Juni und September stattgefunden und die Schweiz war gut vertreten. Die Schweiz war in 13 Sportarten vertreten mit Teams aus 12 Universitäten, Hochschulen und insgesamt 148 Athletinnen und Athleten. Die Schweiz war nicht nur vertreten, sie waren äußerst erfolgreich. So zum Beispiel in einer typischen Schweizer Sportart, dem Orientierungslaufen. Da war zum Beispiel das Team der ETH Zürich äußerst erfolgreich. Sie haben 11 von 21 möglichen Medaillen mit nach Hause gebracht. Im Team Sprint Herren den ganzen Medaillensatz, Gold, Silber, Bronze und so weiter. Oder eine andere Sportart, Rudern. Die Schweiz ist auch eine Rudernation. Im Rudern bringen die Schweizer und Schweizer immer wieder Medaillen mit nach Hause, eigentlich jedes Jahr von den Europameisterschaften, auch letztes Jahr. ETH Zürich und Universität Basel, Silber, Silber und Bronze. Überhaupt ist die Schweiz eine Sportnation, andere Sportarten, wo wir erfolgreich waren, Golf, Kickboxen, Taekwondo, Badminton. Und wie gesagt, im OL und im Rudern. In all diesen Sportarten konnten Teams Medaillen mit nach Hause bringen. Ich freue mich sehr, dass heute eine Delegation der ETH Zürich im Rudern und der Uni Basel den Weg hierhin gefunden hat. Wir möchten diese kurz ehren. Darf ich euch bitten, nach vorne auf die Bühne zu kommen?
die Athletinnen der Uni Zürich, ETH Zürich und Uni Basel, Clio Scheidecker, Despina Emanuelidou, Franziska Bürg, Larina Esposito, Kirstin Minas, Christine Mosler, Mara Bless, Marie-Louise Schubert, Miriam Sager und Seraina Rodewald. Darf ich euch nach vorne bitten für eine kurze Geschenksübergabe. Vielen herzlichen Dank, Dani Studer und allen Ausgezeichneten. Und wir machen die Bühne jetzt frei für einen Show-Act, der auch inhaltlich gut dazu passt. Und zwar zeigen wir Ihnen Adriana Behrwert, eine professionelle Tänzerin in der freien Kulturszene hier in Luzern, Studentin in Design und Kunst und Trainingsleiterin Ballett und Modern Dance beim HSCL. Und sie hat ein wunderschönes Solo, das zum Bild von Dani Studer und seinen Ausgezeichneten super passt. Nach oben. Die Vögel am Himmel schlagen mit ihren Flügeln und fallen nach oben der Sonne entgegen. Und alles, was unten bleiben muss, fängt an zu toben. Ich falle auf in deine Arme und es fällt mir ganz leicht. Die Angst und die Wut sind fast aufgebraucht. Ich fall und ich weiß, dich zu lieben ist ganz einfach. So wie das Kommen und Gehen der Wellen am Strand, wie die Ankunft eines neuen Morgens, so wie der Mut, der mich wiederfand. Ich hab ein Bild vor Augen, ich seh dich von Weitem mit deiner Tochter an der Hand am Eisland Schlange stehen. Und ihr lächelt so schön. Schnell vergangen. Meine Türen stehen dir offen, meine Fenster auf. Du trittst ein, läufst einen langen Gang entlang, machst das Licht an Raum für Raum. Die Helligkeit ist mir fremd, ich geh verloren wie ein Kind. Und dann rede ich und rede ich und rede ich so lang, bis ich mich in deinem Lächeln wiederfinde. Dich zu lieben ist ganz einfach, so wie das Kommen und Gehen der Wellen am Strand, wie die Ankunft eines neuen Morgens, so wie der Mut, der mich wiederfand. Wir stehen in der U-Bahn, dicht gedrängt, und du nimmst meine Hand, und in den Scheiben, da kann ich unser Spiegelbild sehen. Vielen Dank, Adriana. Und die Bühne gehört nun Marilyn. Die Bühne gehört nun Marilyn Matter-Graf, die ganz zuvorderst sitzt. Ja, die Marilyn ist die Verantwortliche für die Kombination Spitzensport und Studium im Schweizer Hochschulsport. Und darf ich mal was ganz von
dem Alltag fragen, Marilyn. Gibt es denn Anfragen auch von Leuten, die noch nicht genau wissen, kann ich das überhaupt kombinieren? Ist das ein entscheidender Faktor, dass ich überhaupt dann studiere? Hallo miteinander. Ja, diese Anfragen gibt es und ich bin froh, gibt es sie. Weil man irgendwo anklopft, können wir versuchen zu helfen. Vielleicht bin nicht ich diejenige, die gleich einen Studiengang wirklich im Detail kennt. Aber ich weiß, wo er sie sich an wen er sich wenden kann. Und so versuchen wir, Türöffner zu sein für die Sportwelt hin zu der Hochschulwelt. Erwarten denn die Sportlerinnen und Sportler oder Studentinnen und Studenten, die sich dann entschieden haben, auch einen gewissen Support, eine gewisse Sonderlösung für sich selber? Oder offerierst du die automatisch? Ja, wenn ich könnte, würde ich vielleicht schon etwas mehr diese Sonderlösung offerieren. Es ist so, Lösungen müssen meist sehr individuell erfolgen. Wir können nicht das Setting A von Caroline Agnew auf eine andere Siebenkämpferin adaptieren. Das ist anders vom Umfeld. Wer ist prägend? Wo ist der Coach? Welche Anlagen? Wo trainierst du? Aber die Erwartungshaltung zu kennen ist schon noch wichtig, weil häufig begleiten wir die Athleten relativ eng, wenn sie noch in der Sekundarstufe 2 sind. Und ja, wir haben Leute, die fragen dann, ich möchte gerne das Swiss Olympic Studium machen. Wie geht das? Weil sie haben eine Swiss Olympic Labelschule besucht und jetzt sollte das ja weitergehen. Und dem ist leider noch nicht so. Was bedeutet das nachher eigentlich konkret? Also wie verändert sich das Studium gegenüber einem normalen Studiengänger? Es ist sehr unterschiedlich. Also wenn ich gesagt habe, wir sind noch nicht da. Es gibt ganz gute Lösungen. Man kann die Studienzeitdauer verlängern. Man kann Prüfungen einfacher verschieben als auch schon. Muss sich an die Fristen halten, an die Gesuche korrekt einreichen. Es gibt da viele Lösungen, um ein Studium wirklich gut zu adaptieren. Aber eben, man muss die Eigenheiten auch des Sports kennen. Ein Wintersportler, der kann nun mal schlichtweg nicht präsent sein an einer Uni. Also ist eine Fernstudienlösung meist einfach die einzige Lösung. Das heißt also, ein Ramon Zehnhäusern oder früher eine Patricia Kummer, die machen dann natürlich vor Ort auch ein anderes Programm. Die sind dann nicht mit ihren Sportkollegen am Abend zusammen, sondern die sind dann allenfalls verbunden mit ihren Studienaufgaben. Ja, ist sicherlich so. Das sagen Sie auch so. Sie brauchen, wenn andere sich erholen, dann machen sie Kopfarbeit. Ist für Sie aber quasi auch Erholung. Und eben, da sind wir bei einem Punkt, wo wir wissen, es gibt Sportler, die brauchen das etwas mehr. Die brauchen diesen dualen Ausgleich. Die wollen auch ganz explizit als Student wahrgenommen werden. Und dann sind sie nicht der Spitzensportler, auch wenn sie Ramon Zehnhäusern heißen. Und dann aber auch wieder sind sie im Setting Spitzensportler und sie brauchen beides. Sag uns noch, du hast es so ein bisschen angetönt, man ist noch nicht an dem Punkt, den du gerne haben würdest. Wie sehen denn die Visionen von dir aus, Marilyn? Ja, das sind nicht meine, aber so generell für den Schweizer Sport gedacht, denke ich, weniger Dropouts, weniger Studenten, die sich, oder weniger Athleten, die sich entscheiden müssen, studiere ich oder mache ich Spitzensport? Und entsprechend versuchen wir, die Lösung zu finden. Und ich denke, bessere Begleitung, individuellere Begleitung, vielleicht auch finanzieller Art, mehr Anreize schaffen, auch für Hochschulen, dass sie solche Spitzensportler bei sich haben. Es ist so, das Puzzle ist ziemlich groß, aber ich würde mir wünschen, dass wir die Athleten bestmöglich begleiten und auch mehr Verantwortung übernehmen für deren Weg. Dann wünschen wir dir alles Gute oder toi toi toi, wie auch immer, und den Sportlerinnen und Sportlern auch. Wir tauschen den Platz mit Mike Kurt da oben und vielen Dank, Marilyn Mattor-Graf. Ja, der Mike Kurt, vielen von Ihnen natürlich ein Begriff, bekannt als der Schweizer Chef des Hochschulsports generell und damit natürlich auch verbunden mit der wichtigen Übung der Universiade 2021. Zum Glück steht ja da auch nicht ein engerer Termin, sondern es lässt noch einiges offen. Luzern 21 lese ich jeweils und dann denke ich,
das Jahr geht ja noch lang. Sag uns doch, Mike, ihr habt ja beinahe wöchentlich oder fast täglich Sitzungen und Konferenzen. Was ist der Stand der Dinge? Abgesagt, verschoben oder wie sieht das aus? Ja, guten Tag miteinander. Der Stand der Dinge ist vorab mal der, dass ich unglaublich Freude habe, heute hier in Luzern zu sein. Es ist ein starkes Signal, es ist ein starkes Symbol. Wir durften heute schon, und das war ein wichtiger Meilenstein für die duale Karriere, die Erklärung zwischen Swiss Universities und Swiss Olympic an der Hochschule in Luzern unterschreiben. Und es war auch noch der Rektor der Universität Luzern kurz vor Ort. Also ich bin angesprochen auf die Winteruniversiade zuversichtlich. Wir haben heute hier im Raum viele Leute, die sich nicht nur wöchentlich, sondern täglich oder fast 24 Stunden am Tag damit auseinandersetzen. Ich habe eine Riesenfreude, dass die Signale vom Schweizer Sport sehr positiv sind. Also der Schweizer Sport mit Swiss Olympic, mit dem Basketball hat gesagt, wir wollen das, das ist wichtig für uns, auch aufgrund der positiven Erfahrung der JOG in diesem Jahr, eigentlich der letzte große Multisport-Event auf der Welt vor der Krise. Und ich denke, dass das sehr gute Signale sind und ich denke und hoffe natürlich, dass jetzt auch alle anderen Player mitziehen. Ihr seid ja auch in direktem Kontakt mit Corona-Experten, die euch beraten. Nun sind wir heute in diesen Tagen in einer sehr miesen Situation diesbezüglich. Was sagen denn die Experten für eine Möglichkeit in Sachen Verschiebung jetzt beispielsweise auf Ende des kommenden Jahres? Also was ich gelernt habe die letzten zwei oder eine Woche ist, dass man jetzt nicht aufgrund dieser drastischen Steigerungen und dieser doch sich drastisch verschlechternden Situation auf nächstes Jahr schließen kann. Wir haben, das kann ich glaube öffentlich sagen, wir haben ja auch in der Taskforce, wo Swiss Olympic, wo das BASPO, wo Swiss University Sports, aber auch die wichtigsten Komponenten, unter anderem auch Urs, wo ich irgendwo gesehen habe, mit dabei sind, haben wir ja auch Dani Koch mit an Bord als Berater und er ist doch sehr zuversichtlich, dass die Welt in 12 Monaten auch aufgrund der Wissenschaft, aufgrund von neuen Schnelltestmöglichkeiten, aufgrund auch eines möglichen Impfstoffes, dass die Welt da doch schon ein bisschen anders aussieht. Heißt das, dass jetzt in den nächsten 2-3 Wochen ein definitiver Vorentscheid fällt? Ja, also bis Ende Monat hat der internationale Verband, die FISU, uns eigentlich eine Deadline gesetzt auf einen Entscheid und das wird jetzt die nächsten Tage, Woche auskommen. Hast du als ehemaliger Spitzensportler sowas auch erlebt mit so krassen Verschiebungen und so, nicht durch Corona, aber sonst? Ja, es ist noch spannend. Als Sportler ist man an sich das gewöhnt, insbesondere wenn man eine Outdoor-Sportart macht, wie jetzt ich, Kanuslalom oder die Skifahrer. Das sind natürlich dann nicht Jahre, wo es verschoben wird. Aber ich hatte mit vielen Athleten auch zu tun rund um den Entscheid vom IOC Ende März. Und ich hatte immer das Gefühl, die Athleten, für die war die Entscheidung extrem wichtig, dass jetzt die Olympischen Spiele verschoben werden. Aber wenn es mal da war, dann sind sich die Athleten eben gewöhnt, dass man dann schnell wieder die gewisse Agilität hat und sich dann schnell auf die neuen Ziele konzentriert. Aber, und das noch zum Schluss wichtig zu erwähnen, die Sportler brauchen wieder Leuchttürme. Die Sportler und der Sport allgemein, insbesondere auch der Studentensport, braucht Wettkämpfe, es braucht neue Ziele. Ich glaube, wir haben hier Swiss Athletics im Raum, das hat Swiss Athletics gut vorgemacht, dass es eben auch neue, innovative Formate braucht. Und ich denke, dass die Winteruniversiade hier ein ganz wichtiger Schritt leisten kann in die neue Normalität. Okay. Schön, Mike. Jetzt haben wir etwas vorbereitet für dich. Musikalisch, es kommt nicht aus der Wand raus, aber es passt eigentlich zu dir, aber auch zu Marilyn. Und das ist für dich, für Marilyn, aber für uns alle, hat ja eigentlich mit dieser ganzen Situation von großen Sportanlässen zu tun. Zwei junge, künftige Studentinnen, beide beginnen nächstes Jahr ihr Medizinstudium und sind beides hervorragende Sängerinnen. Und wir haben einen Titel ausgewählt, der doch eigentlich wunderbar dazu passt, auch beinahe, ist zwar ein bisschen vor deiner Zeit gewesen, vor deiner Olympiazeit, Soul 1992. Und da gab es doch so einen wunderschönen Song, den kennen Sie sicher alle noch. Hand in Hand mit Alicia Anliker und Vivian Bächtiger. Vielen Dank. Mike Kurt.
see the fire in the sky. We feel the beating of our hearts together. This is our time to rise above. We know the chance is here to live forever, for all time.
Tja, und diese Bilder, wunderschönen Bilder von der Sommeruniversiade 2019 in Napoli, die führen uns nun zum Hauptpreis, zum Swiss Student Sports Award 2020. Die Laudatio dazu kommt von Renato Macci. Er war der Delegationsleiter in Napoli. Ja, diese Bilder treiben immer noch die ein oder andere Träne ins Gesicht, wenn man die wieder sieht. Das Swiss Team hat uns große Freude bereitet, speziell das Leichtathletik-Team mit 4 Medaillen. Eine der Protagonistinnen aus dem Film werden wir nachher noch kennenlernen. Sie ist auch zu Gast heute. Die Athletin, die wir heute ehren, sie fällt nicht so auf im Leichtathletik-Team zuerst. Ich spreche sie an, nach ihrem Namen an, müsse das Italienisch sein. Sie antwortet auf Französisch, weil sie merkt, dass das Italienisch bei mir nicht so gut ist. Sie wechselt dann auch aus Mitleid auf Deutsch, weil sie spricht alle drei Sprachen im Gegensatz zu mir fließend. Sie ist zurückhaltend, aber fokussiert und dann gibt sie so richtig Gas. Gas gibt sie aber nicht nur auf der Bahn, nein, sie ist eigentlich die Verkörperung der dualen Karriere. Sie studiert an der Uni Lausanne, macht dort ihren Master in Italienisch und Geschichte und auch für das gab es schon einige Auszeichnungen für ihre exzellente Arbeit. Nicht nur im Studium, auch im Stadion läuft es im Moment sehr gut. Sie ist die schnellste Europäerin über 100 Meter und hat die weltweite 5. beste Zeit. 2017 konnte sie mit der Staffel die Goldmedaille in Taipei gewinnen und im letzten Sommer 2019 in Napoli hat sie diesen Titel mit der Staffel verteidigt und zudem im Einzelrennen über 100 Meter die Silbermedaille gewonnen. Aus guter Quelle, der Schweizer Illustrierte, habe ich erfahren, dass wir eine Passion teilen. Und darum sage ich hier, May the Force be with you. Ayla Del Ponte, die Gewinnerin des Swiss Student Sport Award 2020. Herzliche Gratulation. Wir haben zwei Gäste von Swiss Athletics hier, die bitte ich jetzt auf die Bühne. Peter Bohnenblust und Caroline Agnew. Ich habe es gesagt, wir werden eine Athletin aus dem Film kennenlernen. Caroline hat unmittelbar nach der Silbermedaille von Ayla nachgelegt und im Siebenkampf die Bronzemedaille gewonnen in einem spektakulären 800-Meter-Lauf, der sie ins Ziel gestürzt ist und liegen geblieben ist, aber natürlich mit der Freude im Bauch über den Sieg, über den Gewinn der Bronzemedaille. Herzliche Gratulation für diese Medaille in Napoli und wir haben noch ein kleines Geschenk für dich. Caroline Agnew. Leider kann Ayla nicht bei uns sein, dafür begrüßen wir Peter Bohnenblust. Er wird den Preis für Sie in entgegennehmen und ihr dann auch überreichen. Also für die Gewinnerin nochmals einen herzlichen Applaus, Ayla Del Ponte, die Swiss Student Sports Award Gewinnerin 2020. Vielen herzlichen Dank und wir schauen uns gemeinsam nun diesen legendären 100-Meter-Lauf noch einmal an. Danke, Renato. Ja, und nun kommt sie halt doch noch zu uns für diesen Preis, Ayla Del Ponte.
Salut tout le monde, c'est Ayla. Je suis désolée de ne pas être avec vous aujourd'hui, malheureusement, en cette journée qui célèbre les sportifs et le sport universitaire. Je tenais quand même à remercier tout le monde pour ce prix que j'ai l'honneur de recevoir. C'est une très, très belle reconnaissance. J'en suis très fière et je suis vraiment fière de représenter les sportifs universitaires. Je pense qu'on a une magnifique dynamique, on apporte énormément aux universités et au sport. Et du coup, je vous remercie énormément. Je tenais aussi à féliciter tous les sportifs que, malgré cette année 2020 difficile et aussi particulière, ont fait des résultats géniaux. C'est vraiment incroyable de voir qu'on a eu des résultats magnifique. Et du coup, bravo tout le monde et à bientôt. Et voilà. Das ist die Ariane Udvardi und das ist der Vuli. Und der Vuli und die Ariane wären eigentlich sehr gerne jetzt schon im Januar groß mit dabei gewesen. Die Ariane wurde engagiert für die Winteruniversiade als Tänzerin und als Choreografin. Und also, Vuli, als Sagentier der Innerschweiz gehört eigentlich an jede Siegerehrung. Nun müsst ihr euch noch ein wenig gedulden, haben wir ja heute gehört. Positive News,
für bald. Danke, Wuli und Arian. Und Chris Böckling kommt zu uns. Dankeschön. Das ist nochmals jemand, der sich gedulden muss. Mein lieber Chris, du wärst ja jetzt auch im Januar groß im Einsatz gewesen, nämlich als Delegationsleiter für die ganze Schweizer Crew. Und damit natürlich direkt betroffen jetzt von dieser Verschiebung. Was heißt das nun? Ist das dann, wenn es jetzt heute in 14 Monaten stattfinden würde, ist das eine ganz andere Mannschaft oder ist das noch in etwa dieselbe, die sich jetzt so gefreut hätte? Also ich hoffe sehr stark, dass es noch dieselbe Mannschaft ist und dass bis dann niemand abspringt oder den Schwanz einzieht. Das Datum kennen wir noch nicht. 14 Monate ist eine der Optionen. Ich denke, für den Staff, da ist die Ausgangslage ziemlich klar. Also die bleiben alle an Bord. Wie es bei den Athleten aussieht, das wissen wir heute noch nicht. Das hängt sehr auch vom effektiven Verschiebungstermin dann ab. Damit zusammenhängend auch die Frage, ändert sich etwas an den Teilnahmebedingungen von Seiten der FISÜ, also dem internationalen Verband. Also dass man auch noch starten dürfte, wenn man nicht mehr studiert? Nein, nicht, dass man starten darf, wenn man nicht mehr studiert, aber es gibt immer Alterslimiten, also es gibt einen Altersbereich, okay, der erlaubt ist. Entsprechend, wenn sich das verschiebt, ist dann die Frage, wird er verlängert, verschiebt sich der, bleibt der so, wie er jetzt gewesen wäre, das wissen wir noch nicht. Also das sind offene Punkte, die wir schlichtweg noch nicht kennen heute. Wie ist denn die Erwartungshaltung gewesen bei dir? Wo wären die Schwerpunkte gewesen? Wo hast du, nachdem wir jetzt von Napoli gesehen haben, wo wären denn im Winter so die großen Medaillenchancen? Das ist immer eine heikle Frage in der Schweiz. Die Schweiz ist die Skifahrernation schlechthin. Entsprechend ist das immer auch da entsprechend die Erwartungshaltung groß. Das konnten wir oft auch bestätigen. Nicht zuletzt vor anderthalb Jahren in Krasnojarsk, wo auch die Skifahrer sehr erfolgreich waren. Aber es gibt immer wieder auch andere Sportarten. Curling ist eigentlich auch immer ein Kandidat für Medaillen. Ich glaube, das kann man fast so sagen. Andere Sportarten sind schwieriger für uns, da wirklich Medaillen zu machen. Aber ich glaube, was auch ganz wichtig ist zu erwähnen oder was mich persönlich sehr gefreut hat, auch in Krasnojarsk, ist eigentlich die große Anzahl von Diplomen. Also wir sind vorne mit dabei, vielleicht nicht immer mit Edelmetall behängt, aber ich glaube, mittlerweile ist das Niveau an der Universiade ist so hoch, dass auch Diplome absolute Spitzenleistungen erfordern. Genau. Sag uns noch, wenn jetzt eigentlich diese Pause besteht, was heißt das für dich als Delegationsleiter und im Kontakt mit den Sportlerinnen und Sportlern? Ja, also gerade im Moment heißt es schlicht und einfach Pause, bis wir wissen, ob es weitergeht, wann es weitergeht, wie es weitergeht, was allenfalls geänderte Rahmenbedingungen sind. Und dann gibt es wie einen kleinen Neustart, glaube ich, für uns vom Staff. Für die Athleten geht es natürlich weiter. Allerdings auch da nach wie vor mit großen Fragezeichen. Praktisch täglich gibt es neue Neuigkeiten bezüglich Anlässen, ob die stattfinden oder nicht, wie sie stattfinden, was stattfinden kann. Und da besteht nach wie vor auch für die kommende Wintersaison eine große Unsicherheit. Und ich glaube, Mike hat es gesagt vorhin, man kann mit ganz vielen Dingen kann man gut umgehen, Verschiebungen, wenn es kurzfristig ist und man weiß, was kommt, dann kann man damit umgehen. Was wir auch gelernt haben, ist, was schwieriger ist, ist die
die Unsicherheit. Und die ist sicher bei vielen Athleten, jetzt gerade im Wintersport für den nächsten Winter oder jetzt für die kommende Wintersaison, sehr groß. Und das ist sicher eine riesen Herausforderung für jeden Einzelnen. Ja, sicher auch für den Delegationsleiter, denke ich. Also das sind ja dann nicht nur logistische, man denkt immer, ein Delegationsleiter ist ja vor allem auch logistisch zuständig, aber da geht es ja auch um viele psychologische Momente. Und Chris, wir drücken dir die Daumen. Vielen Dank. Dass das gut geht und wir hoffen alle, dass sich ja die Situation erholt und dann im Zusammenhang mit der Universiade dann noch im eigenen Land, das wäre natürlich Hammer. Vielen Dank dir, Chris Böcklin, und wir applaudieren Sie erstmal. Mit Elias haben wir angefangen, mit Elias kommen wir so langsam zum Ende und der junge Mann, der singt ja auch sehr gut. Und ich weiß, in diesen Sendungen, wo du jeweils mit Nicolas Sen zusammenspielst, das ist ja so ein Boogie-Woogie meets Hackbrett oder auch umgekehrt, da singst du dann weniger, aber hier für uns schon. Und ich weiß, wie nahe, dass du dich eben den Luzernerinnen und Luzernern fühlst. Das ist ja deine zweite Heimat. Elias Bernet. Du kannst sitzen bleiben, Elias. Du hörst es nicht so gerne, ich sage es jetzt trotzdem. Also wir feiern nächstes Jahr Jubiläum, Bühnenjubiläum zusammen. Das dürfen wir doch dann auch feiern, oder? 20 Jahre. Der Mann hat sich so gut gehalten, nicht wahr? Nein, Elias, super, freue mich. Möchte Ihnen allen danken. Es gibt noch eine ganz kurze Schlussabsage und dann gibt es noch den Hinweis, wie wir rauskommen, Corona-konform. Möchte Ihnen allen danken, vor allem wer ja da hinten durch alles so stark geholfen hat. Die Leute von Messe Luzern, dann die Cecil, die Karin, die Nicole und natürlich allem voran Leons Eder. Das ist der Mann, der immer ganz hinten steht und nie auf die Bühne will. Und ihm applaudieren wir mal ganz herzlich, bitte. Er hat alles organisiert.
Wenn Sie jetzt nach Hause gehen, dann bitte nicht gerade alle zusammen und auch nicht zusammenstehen, sondern ziehen Sie die Maske an, gehen Sie da raus, da gibt es einen großen Gabentisch, da können Sie ein Paket mitnehmen. Wir sind ja nicht so viele Leute, vielleicht braucht jemand auch ein zweites Paket, es hat auch Mineralwasser. Also Sie können alles mitnehmen und dann halt irgendwo essen, aber nehmen Sie es einfach mit, ist ein Geschenk der Organisation. Und ich hoffe, wir werden uns nächstes Jahr dann wieder unter noch etwas gemütlicheren Umständen wieder treffen können und auch mit einem vollen Haus das dann feiern dürfen. Schön wäre es. Wir haben noch eine Schlussnummer vorbereitet. Ich muss mit den beiden sehr jungen Sängerinnen ja ein bisschen Musikgeschichte jeweils machen, wenn wir uns treffen, und musste ihnen erklären, was Cliff Richard war oder ist immer noch und mit seinem legendären Song, den man ja eigentlich für gute Sportler und Sportlerinnen immer singt, das Congratulation, das ist ja so eine Auszeichnung. Aber Sie wissen es jetzt und Sie finden den Song gut und Sie werden den nun singen, zusammen mit dir, Elias. Und eigentlich wollten wir dann die Sportler auf die Bühne bitten, aber das dürfen wir auch wieder nicht. Wir dürfen ja nur etwa 5-6 Leute auf der Bühne sein. Gibt also ganz ein kleines, schlichtes Finale. Schön, dass ihr hier wart. Kommt gut heim. Danke. Congratulations. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would have thought that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would have thought that I could be happy and contented? I was afraid that you would never see again. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Danke vielmals und nochmal ciao zusammen. Dankeschön.